Wir sind auf dem Weg in das Biosphärenreservat der Sierra del Rosario. Das bedeutet aber erstmal eine Stunde Anfahrt. Begrüßt werden wir mit einem Drink. Am Anfang war er noch großzügiger. Jetzt geht es 2 Stunden mit unserem Guide durch den Regenwald. Leider viel zu schnell. Wir entdecken einige sehenswerte Pflanzen und Tiere, unter anderem diesen schönen Zebrafalter, bei dem wir nicht lange rätseln müssen, woher er seinen Namen hat. Durch meine Filmerei hänge ich immer hinten dran und muss aufpassen, den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren. Mittagspause. Siesta. Und dann geht es schon wieder zurück. In Havanna haben wir genug Freizeit. Es zieht uns wieder an die Promenade, den Malecón. Mit diesem Trompeter haben wir unseren Spaß und lachen viel zusammen. Kuba eben. Für ein Trinkgeld dürfen wir uns einiges anhören. Mit Doris und Helmut landen wir abends in einer Pizzeria mit einer großen Karte. Wir werden aber gleich auf den kubanischen Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und man erklärt uns, heute gibt es nur dieses und jenes. Setz Kuba nach. Spätabends lassen wir so unter dem Blick der Pizzakatze unseren Tag ausklingen.